Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ja, Pinhead ist endlich da. Und selbstverständlich spielen wir den auch mit seinen drei eigenen Perks. Diesmal geht es wirklich ums Achievement. Und ja, ich bin echt gespannt, wie wir uns da, was es jetzt gibt, wie wir uns da schlagen werden und was wir da jetzt so für Überlebende finden, wenn wir sie denn finden. Aber ich bin fest davon überzeugt, das kriegen wir hin. So, was die Perks können, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Da gehe ich jetzt nicht nochmal extra drauf ein. Verfluchter Mist. Okay, und das mit dem Portal und der Kette, das muss ich alles noch ein bisschen üben. Aber das werde ich auch noch hinkriegen. Hallo, ich habe dich gesehen. Einmal. Ja, wo läuft sie denn hin? Wo läuft sie denn hin, die kleine Yui? Da vorne läuft sie hin. Erster Generator ist schon gemacht. Dann macht er einfach am Generator weiter, während ich an ihm vorbeilaufe. Das ist frech. So. Da habe ich ihn mit der Kette erwischt. Er ist deutlich langsamer. Und ich habe ihn. Da liegt er auf dem Boden. Ja, wenn man die Kette so sinnvoll nutzen kann, dann ist sie halt echt gut, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. So, da kann ich da mal dran treten, beziehungsweise ein paar Ketten durchjagen. Oh, da ist die Yui wieder. Auch immer noch verletzt, das ist gut. Da höre ich sie doch. Da höre ich sie doch. So. Dann liegt die nächste. Wo haben wir einen Haken? Da haben wir direkt einen Haken. So, hängen wir die gute Frau mal dran. Jo, ab an den Haken mit dir. Hallo Steve. Ich will dich nicht tunneln, deswegen lauf bitte einfach weg. Ich hoffe, ich werde für meine Freundlichkeit hier nicht bestraft. Ah, das wird sich gleich zeigen. Da vorne ist doch jemand, den wir noch nicht hatten. Ist es Claudette? Haben wir eine Claudette dabei? Wir haben eine Claudette dabei. Es könnte Claudette sein. Hi. Die lasse ich mal liegen. Und guck mal, ob ich an Claudette rankomme. Ah, heißt die. Oh, das Ketten-Event ist aktiv. Die haben den Würfel nicht gemacht. Ja, Leute, das müsst ihr schon machen. Und da haben wir Zarina. Die haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Einmal. So, mal gucken, ob wir da auch eine Kette nachjagen können. So, machen wir die Palette weg. Die konnte jetzt auf jeden Fall nicht wegrennen. Was schon mal ein Riesenvorteil für mich ist. Und da kann sie wieder nicht wegrennen. Nein! Ich krieg dich noch, Fräulein. Erwischt. Ach Gott, was ein Träumchen. Das hat ja super funktioniert.
Da ist ein Disconnect, okay. Und du kommst mal in den Keller. So, zwei Generatoren sind fertig. Zwei Generatoren sind fertig. Der Disconnect ist für die Gruppe wohl ziemlich nervig, aber da kann ich nichts dafür. Das war die Yui. Dritter Generator ist fertig. Na toll, jetzt kann ich da auch nicht dran treten, ne? Mit Ruin glaube ich an Superberg. So, jetzt muss ich mal gucken, was die anderen so alles anstellen. Das Ketten-Event ist gleich wieder aktiv. Und zwar jetzt. Ich habe gerade ein Standbild. Ich kann nichts machen. Es liegt nicht an mir, dass ich nichts tue. Hallo? Okay. Interessant. Interessant. Ich würde sagen, ich hänge noch eine Runde hinten dran, weil eigentlich war das vorzeigbar, was ich da angestellt habe. Naja gut. Okay, bis gleich. So, auf geht's in Runde 2. Pinhead ist jetzt in Haddonfield. Michael ist nicht zu Hause, nehme ich mal an. Wäre schon lustig, wenn da jetzt noch Michael rumlaufen würde. Und ja, gucken wir mal, wie wir die Überlebenden hier zur Strecke bringen können. Ihnen wundervolles Leid zufügen können. Und da oben ist doch auch schon jemand am Generator am werkeln. Hallo Bill. Nach links weg. Und nicht wieder ins Haus. Das ist doch schön. Einmal. So. Ja, ich habe natürlich weder an meinen Perks noch an meinen Addons was geändert. Hä? Was? Ich habe... Nein! Hat er gut gemacht, leider. Wo wird der Würfel gemacht da vorne? Da ist der andere Bill. Da wollen mich die beiden Bills ärgern. Aber alles kein Problem, das wir nicht lösen können. So, diesmal kriege ich einen Schlag durch. Einmal. Ach, der rennt nach hier weiter. Okay. Okay, okay, okay. Das war frech. So, wo ist er? Den muss ich mal ganz dringend mit meiner Kette erwischen. Da vorne ist er. Hallo ihr zwei. So, drei Verletzte, noch kein Toter. Niemand am Haken. Verfluchter Mist. So, dann hol ich mir eben Jake. Erster Generator wurde gemacht. Die Palette kommt weg. Jede Palette, die weg ist, geht mir im Endeffekt weiter. Auch wenn die jetzt, glaube ich, nicht ganz so tragisch ist. Hier haben wir einen Haken. Oh, da ist jemand AFK, deswegen knallt es die ganze Zeit. Ja, die hauen wir mal um, dass es dann die ganze Zeit knallt und mich irritiert. Ist auch blöd fürs Team, was soll ich machen? Ich kann nichts dafür, dass sie da jetzt AFK rumsteht. Hallo Bill, zweiter Generator wurde gemacht. Okay, die Geschichte mit den Ketten. Oh, das Ketten-Event. Das Ketten-Event.
Oh Mann. Der ist ja schon durchaus ein bisschen anstrengend. Aber da habe ich ihn doch endlich. So. Auch du kommst an einen Haken, mein Freund. Das Kettenevent ist noch aktiv. Ich gehe stark davon aus, dass gleich jemand den Würfel macht. Aber vermutlich... Und da liegt er. Ach ja, die Ketten sind schon... Oh oh. Schon eine feine Sache. Ich habe eben Schritte im Gras gehört. Ich habe eben gedacht, da will jemand die Palette umwerfen, während ich den aufhebe. Aber wurde nicht gemacht. Und das Ketten-Event, die Kettenjagd wurde unterbrochen. Wo ist der Rest von euch, kleinen, fiesen Überlebenden? So. Der Würfel ist wieder da. Okay, die haben wohl keine Lust zu retten. Jake und Mac. Ich weiß nicht, ob Mac... Nein, Mac ist ja, war ja nicht mehr am Haken. Ah, wenn die AFK wären... Dann wären die mittlerweile... Da wären da mittlerweile schon Krähen aktiv. Ah ja, da haben wir doch jemanden. Hallo Jake. Und Mac. Ich glaube, jeder hing mittlerweile mal. Hättest du eben den Bogen nett gemacht, wärst du durch die Palette ohne Treffen gekommen. Aber egal. Mich soll es nicht stören. Ihn habe ich jetzt mit meinen Ketten erwischt. Palette weg. Und weiter geht's. Und mit der Kette erwischt. Und damit dürfte ich ihn jetzt auch kriegen. Ja, da liegt er nämlich wieder. Ab an einen Haken mit dir, wo du hingehörst. Da haben wir sogar einen speziellen Haken. So, Randa. Würfel ist wieder da. Ne, Ketten-Event ist aktiv. Die haben den Würfel gar nicht gemacht, seit er wieder da ist. Da sind Rennspuren. Da ist Bill. Verfluchter Mist. Da vorne ist der andere Bill. Palette weg. Nein! Ja, Würfel wurde gemacht. Nein, jetzt wird er gemacht. Und das ist Mac. So, Mac erwischt. Es gibt einen Toten zu beklagen. Und da haben wir Mac wieder erwischt. Okay, ich finde das Portal mit seinen Ketten ja super, muss ich sagen. Und da liegt sie. So, du hängst dann auch das zweite Mal. Auch du kommst an einen speziellen Haken. Der Würfel ist wieder da. Den müssen wir mal kaputt machen. Und weiter nach Überlebenden suchen. Aha. Wen haben wir denn da?
Wo führen die Rennspuren hin? Wen verfolgen wir hier gerade? Ah, Bill. Ich kann eine Zeit lang nicht schlagen, nachdem ich einen mit der Kette gefangen habe. Da hat einer einen Token zerstört. Hi! Wo ist er denn? Wo geht er denn hin? Wo will er denn hin? Was will er denn machen? Kettenevent ist aktiv. Jetzt hab ich ihn. So. Na, verfluchter Mist, da kann ich mich jetzt dahin teleportieren, aber ich will den Anhaken kriegen. Ist er auch schon tot? Ich hab ehrlich gesagt den Überblick verloren. Gerade wenn man Charaktere doppelt dabei hat. Das ist, ja. Okay, der ist tot. Dann sind schon zwei tot. Wir haben noch eine verletzte Mac. Und noch den anderen Bill. Der Generator geht zurück. Ich habe dich gehört, mein Freund. Ich habe dich gehört. Da hat das Gras geraschelt. Und da springst du mir sehr schön in die Arme. Ist er auch schon tot? Ich weiß es nicht. Ja. So. Luke oder Mac? Wen finde ich als erstes? Oder wer findet die Luke als erstes? Jetzt genau hinhören. Wo das Ding ist. Ah, auf der Straße. Da ist relativ oft. Hier ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Und da vorne ist Mac. Okay. Wenn ich mich jetzt ganz blöd anstelle, sollte ich sie erwischen können. Ah, sie läuft zum Ausgang. Mit der Kette erwischt. Da kann man ein gutes Stück, ein paar Meter gut machen. Au. Den Haken in den Knöchel rein. So, okay. Da haben wir Mac jetzt erwischt. Und haben auch unser Achievement. Wenn sie dann jetzt tot ist. Mit den drei Perks. Und dann kann es mit den anderen Killern weitergehen. Mit ihren eigenen Perks, die Überlebenden zu opfern. So. Pinhead. Ich kann immer noch sagen, selbst spielen macht mega Spaß. Gegen den Spielen ist unfassbar nervig. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Aber ja gut. Man findet immer eine Lösung gegen neue Killer. Es gibt so viele Killer, die am Anfang stark oder overpowered galten und so weiter. Ja, und dann am Schluss hat man sie doch irgendwie hingekriegt, dass man sie schlagen kann. So, und wie auch schon auf dem Testserver, interessiert mich natürlich auch jetzt eure Meinung zum neuen Killer. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.